Herzlich willkommen auch heute zu unserer Sendung Hoffnung um 12. Eine Frau schrieb uns Folgendes, worüber wir uns sehr freuten. Liebes Team vom Missionswerk, Wunder aus dem Unmöglichen. Mir ging es die letzten Tage so schlecht. Ich hatte nicht mal Kraft zum Gebet. Doch durch diesen tollen Wochenzuspruch und aufbauenden Worte bei Hoffnung um 12 veränderte sich meine Herzenshaltung und es geht mir wieder richtig gut. Vielen Dank für alles. Das ist unser Anliegen, dass sich dein Leben verändert. Hoffnung um 12. Wir wollen dich auch heute ermutigen. Heute zum Thema Leben in Freiheit. Es ist deine Entscheidung. Lass uns dein Gebetsanliegen wissen auf gebet@missionswerk.de, im Chat oder am Telefon heute bis 13 Uhr. Lebe in Freiheit. Es ist deine Entscheidung. Du kennst bestimmt die Geschichte vom Volk Israel, das aus Ägypten befreit wurde, in die Wüste ging. Und sie haben sich dort in der Wüste, obwohl sie frei waren, wieder einen Götzen gebaut. Ein goldenes Kalb, dem sie sich unterworfen haben. Sie waren eigentlich in der Freiheit. Gott hat ihnen die Freiheit geschenkt und sie haben sich wieder zum Sklaven gemacht. Sie haben nicht den Schritt in die Freiheit gemacht. Und ich sage dir, mach wirklich den Schritt in die Freiheit. Das eine ist, Jesus zu bitten, führe mich in die Freiheit. Aber es ist auch wichtig, dass du den Schritt in die Freiheit machst, die Freiheit auch lebst. Das ist wie wenn du in Urlaub gehst und bleibst im Zimmer sitzen und sagst, wow, ist da draußen so schön. Ach, würde ich gerne. Du musst deine eigenen Füße nehmen und an den Platz gehen, wo die Freiheit ist. Und so ist es auch. Lebe in der Freiheit, in Geist, Seele und Leib. Und die Freiheit leben können wir auch in Krisenzeiten. Wir dürfen vielleicht nicht alles, wir müssen Abstand halten und müssen Einschränkungen wahrnehmen. Da haben wir nicht für unseren Körper vielleicht die ganze Freiheit. Aber für Geist und Seele hast du schon immer die ganze Freiheit. Lebe in ihr. Herr, ich danke dir für jeden, der jetzt zuschaut, dass er begreift, dass es seine Entscheidung ist, in der Freiheit zu leben. Dass nicht Seele und Geist auch so betrübt sind, so wie der Zustand drumherum ist, im physikalischen Bereich, sondern dass ein jeder begreift, du hast für ihn die Freiheit errungen und wir dürfen sie nehmen und darin leben. Danke, Herr. Amen. Ich möchte heute für Frieden beten, und zwar Frieden in Familien, dass sich Situationen verändert, dass kein Stress entsteht, Emotionen nicht hochkochen, ein friedevoller Umgang miteinander und die richtigen Entscheidungen getroffen werden. Jesus, und ich danke dir, dass du die Familien kennst, wo vielleicht jetzt so in Aufruhr sind wegen der ganzen Situation oder wo Stress entstanden ist. Danke, Jesus, dass du jede Situation kennst und auch verändern kannst. Und ich bitte dich um deinen Frieden für die Familien in dieser schwierigen Zeit. Ich danke dir, dass die Emotionen nicht hochkochen, dass kein Ärger entsteht und dass kein Streit entsteht. Danke, Jesus, dass ein friedevoller Umgang miteinander möglich ist. Danke, Jesus, dass du Situationen einfach veränderst. Und ich danke dir auch, dass richtige Entscheidungen getroffen werden in dieser ganzen bedrückenden Situation. Danke, Jesus, dass du mit jeder Familie bist. Und du kennst auch jedes Herz und jede, auch die Kinder und die Eltern und Großeltern. Ich danke dir, Jesus, für deinen Frieden, dass er sich ausbreitet und dass du wunderbar, wie schon gebeten, die Situationen veränderst. Amen. Amen. Und eine Frau schreibt uns folgendes Gebetsanliegen. Bitte betet für mich. Meine Probleme sind Arthritis, Arthrose in Händen, Hand, Knie und Fußgelenken, Spinalkanalverengung, Bandscheibenvorfällen in Hals- und Lendenbereich, Muskelsteifheit im ganzen Körper. Ich danke euch für eure Gebete und Gott für die absolute Heilung. Ja, und Gott kann eingreifen. Und Jesus, ich danke dir, dass du diese Frau kennst, die so Probleme hat in ihren Gelenken. Ja. Und ich danke dir, dass du diese Gelenke wieder in die richtigen
Ordnung zurückbringst, dass sie wieder funktionieren, dass sie schmerzfrei sind. Danke, Jesus, dass du eingreifst. Und ich danke dir auch, dass die Bandscheibenvorfälle verschwinden, dass das wieder in die richtige Schöpfungsordnung zurückkommt und dass diese Schmerzen verschwinden im Hals- und Lendenbereich, auch die Muskeln wieder funktionieren. Und ich danke dir für eine ganzheitliche Heilung. Danke von Kopf bis Fuß, dass du jetzt deinen Heilungsstrom wirklich durch diesen Leib fließen lässt. Ja. Danke, Jesus, dass du diese Frau berührst. Amen. Amen. Schreib uns dein Gebetsanliegen. Die Infos sind eingeblendet. Auf WhatsApp erhielten wir folgendes Gebetsanliegen. Ich bitte um Gebet für klärende und friedliche Gespräche mit allem, was unseren Wasserschaden angeht. Ich wohne in der Eigentumswohnung meiner Tochter. Es handelt sich um einen nachträglich ausgebauten Dachbalkon, wo ein Wasserschaden durch undichte Fliesen entstanden ist. Bitte betet für klärende und friedliche Gespräche mit allen Beteiligten, weil keine gute Gesprächsstimmung da ist. Vielen lieben Dank für eure Unterstützung. Ja, das wollen wir gerne tun und auch für all diejenigen, die auch solche Streitgespräche haben oder irgendwelche Probleme im physikalischen Bereich, wo irgendwas Unrecht ist, da wollen wir jetzt dafür beten. Danke, Herr. Du siehst jetzt diese Sache und auch du weißt, jeder andere, der irgendwelche Probleme hat mit anderen Leuten, die Verantwortung nicht wahrnehmen. Ich danke dir. Herr, schenk du Weisheit für alle Parteien. Schenk du wirklich, Herr, deine Liebe auch hinein und eine Entspanntheit hinein, dass es sachliche Gespräche gibt und keine Streitgespräche. Ich danke dir, Herr, dass dein Friede da hineinkommt. Danke, Herr. Amen. 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 Ein Mann hat folgendes Gebetsanliegen. Mein Freund hat einen bösartigen Tumor im Kopf. Dieser wurde auch bereits operiert, jedoch sind die Krebszellen wieder nachgewachsen. So wie es aussieht, steht eine weitere OP an. Bitte betet für ihn, dass der Herr den Tumor wegnimmt und dass er und seine Frau auch darauf vertrauen können, dass dies auch geschehen kann. Wir wissen, Gott kann Wunder tun. Vielen Dank für eure Unterstützung. Und gleichzeitig kam noch ein Gebetsanliegen von einer Frau. Liebes Team vom Missionswerk, bei meiner Schwester wurde ein Gehirntumor in der rechten Gehirnhälfte diagnostiziert. Bitte beten Sie mit für ein kreatives Heilungswunder und dass meine Schwester zum lebendigen Glauben an Jesus Christus findet. Danke für die Gebetsunterstützung. Ja, wir dürfen dafür beten und es ist so wunderbar, dass wir auch Zeugnisse haben, wo genau solche Dinge, Tumore, geheilt wurden. Wir dürfen glauben, Gott erhört Gebet. Danke, Herr. Danke, Herr. Du siehst die beiden Personen, Herr, mit den Tumoren. Ich danke dir dafür, Herr. Und wenn es auch bösartig ist, Herr, du bist der gute Hirte, der gute Arzt. Und ich danke dir, Herr, dass diese Tumore verschwinden in deinem Namen, Jesu, in deiner Kraft, in deinem Blut, Herr. Danke, Herr, dass sie vertrocknen, dass sie verschwinden, wie auch immer, Herr. Ich danke dir dafür, dass du der Herr bist, der dieses Wunder tun kann. Und danke, Herr, dass wir auch die Ärzte segnen, die behandeln, Herr, dass sie richtig, richtig das Richtige tun. Und ich danke dir dafür, Herr. Danke, Herr, gerade auch für die Ärzte, Herr. Schenk ihnen viel, viel Weisheit. Danke, Herr. Und Herr, auch Herr, die Person, Herr, dass sie wirklich zu dir findet, dass sie zum Glauben findet. Und Herr, danke, Herr. Danke, Herr, dass wir das Wunder erwarten dürfen und es erleben dürfen. Danke. Amen. Amen. Menschen erleben Gott. Und eine Frau schreibt uns, liebe Geschwister, ich möchte kurz Zeugnis geben über eine Gebetserhörung vom Herrn. Mein Sohn und seine Frau saßen in Madagaskar fest wegen Corona und sie bekamen keinen Flug. Ich bat um Gebet und ein paar Tage später wurde ein Flug eingeschoben und sie wurden aufgerufen. Sie sind glücklich wieder zu Hause angekommen. Danke für eure Gebetsunterstützung. Und ich kann mich noch gut erinnern, wo wir für dieses Problem gebetet haben.
und per E-Mail erhielten wir folgendes Zeugnis. Ich wollte mich für eure Gebete bedanken. Vor einiger Zeit habe ich euch geschrieben, dass zwischen meinem Mann und der Tochter ein schwieriges Verhältnis ist. Sie ist seit 3 Monaten ausgezogen und der Herr hat bewirkt, dass die beiden sich wieder gut verstehen und sie normal miteinander reden können. Danke. Mein Sohn hat auch zwischenzeitlich eine neue Ausbildungsstelle gefunden, bei uns am Wohnort. Danke. Und da hatten wir um eine Fahrprüfung gebetet und die Mutter schreibt ganz kurz, meine Tochter hat gerade ihre Fahrprüfung bestanden. Ich danke für eure Gebete und wir freuen uns damit. Es ist doch so schön, dass wir einen Gott haben für unser Leben. Und nicht nur für die Gottesdienste, sondern fürs ganz normale Leben. Und dass wir uns freuen dürfen, wenn er uns hilft. Und lass uns auch wissen, wenn er dir geholfen hat. Wenn du was erlebt hast, wo du sagst, wow, das war jetzt richtig gut. Lass es uns wissen. Wir haben die WhatsApp-Nummer eingeblendet. Ja, heute der Tipp des Tages. Überlege dir, wo du dich selber zum Sklaven gemacht hast. Du sagst, ja, ich habe kein goldenes Kalb. Das wird vielleicht nicht golden sein, aber es kann irgendwie etwas sein, wo du dich zum Sklaven gemacht hast. Vielleicht auch zum Sklaven deiner Kinder oder was auch immer. Rede mit dem Herrn darüber und übergib's dem Herrn. Du bist nicht der Sklave, du bist frei. Das heißt nicht, dass du sie nicht mehr lieben sollst, dass du nicht mehr für sie sorgen sollst. Nein, aber es darf nicht mehr eine Last sein. Es ist nicht ein Muss und es geht nicht anders, sondern mach dich wirklich nicht zum Sklaven. Schreibe es auf, rede mit Gott darüber und werde frei. Du kannst uns weiter deine Gebetsanliegen schicken und auch per Telefon heute bis 13 Uhr. Ich habe letzten Sonntag gepredigt über dieses Thema Lebe in Freiheit. Es ist deine Entscheidung. Schau dir auf Kirche vor Ort, also missionswerk.de, Kirche vor Ort. Schau dir die Predigt nochmal an. Ich bin überzeugt, sie wird dich wirklich in die Freiheit führen. Und für heute verabschieden wir uns von dir und wünschen dir Gottes Segen. Alles Gute, der Herr segne dich. Wusstest du, dass du mit deinen Sorgen und Problemen nicht allein bist? Schick uns dein Gebetsanliegen auf missionswerk.de. Dort findest du auch ermutigende Artikel und vieles mehr. Schau doch mal vorbei.